Was geht ab, meine Siegfighter aus der Reihe? Und ihr habt es gesehen, wir haben heute auf jeden Fall ein bisschen was zu besprechen. Wir haben zum einen die globalen Informationen zu Part 2, alle Infos und Details, aber auch dann quasi zum japanischen App-Update Version 4.2.0. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren nicht viel Zeit, gucken uns erst die globale Version an, springen danach rüber auf die japanische. Ja, Part 2 Celebration, der Happy New Year 2019 Campaign oder Celebration ist nun online, Freunde. Was gibt es zu wissen? Zum einen geht die ganze Celebration bis zum 1. Februar, 0.59 Uhr morgens unsere Zeit. Wir haben ein Dragonstone Sale online, könnt ihr euch gerne anschauen, was da abzuholen gibt. Jedenfalls ist das Banner von Super Bowl live und wie wir es im Banner Preview besprochen haben, hat sich im Banner nichts geändert. Heißt, denen, die es haben werden, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Für mich ist es ein Skip, ich werde hier nicht sammeln. Ich spare da weiterhin oder würde jedem empfehlen, eigentlich die Stone zu sparen für die Banner, die danach kommen. Gogeta und Broly immer noch angesetzt für Mitte Februar, Freunde. Denn der Wert der Banner von Gogeta und Broly ist einfach besser. Man bekommt da quasi mehr. Es gibt mehr Zonen aus dem Banner wegen dem, dass der vierte Multi kostenlos ist. Bannerinhalt ist besser und kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall für Gogeta und Broly auf der globalen Seite ein Discount kommt. Das war oft so bei Dual Dogan Festival Bannern, dass quasi der erste durchaus vergünstigt ist und oder es vielleicht sogar Tickets gibt. Ist Zukunftsmusik, aber der Wert des Banners von diesem Buch ist nicht so gut wie das, was kommen wird quasi, Freunde. Aber alles detailreich haben wir uns im Banner Preview gestern angesehen. Zudem ist dann quasi, beziehungsweise Stage 3 wurde hinzugefügt zu dem Dokument von Buhan. Ihr könnt es euch auch außen vorab ansehen. Ich habe dazu ein Video gemacht damals auf der japanischen Version. Die Tage sollten wir das auch auf Global auf jeden Fall abdecken. Da geht ihr einfach am besten mal rein und guckt, wie das Ganze läuft, beziehungsweise die Infos in dem Video. Oder wir gucken auch gleich in den Event-Informationen rein und ich sage euch, auf was ihr achten müsst, sage ich mal. Wir haben einen Transformation Boost, Katori Banner live, ist wegen dem neuen Buu, sag ich mal, Super Buu. Wir haben ein Story Event live, gucken wir uns gleich an mit dem Free-to-Play Kaioshin unter anderem und West Supreme Kai. Raditz ist live, das Story Event zum Free-to-Play Raditz. Falls ihr keinen oder einen War-Term-Charakter braucht, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ihn euch zu erfarmen. Er hilft mir auf jeden Fall im War-Term gut aus. Ich spiele in meinem War-Tournament-Team, ist bei mir auf 100%. Könnt ihr euch an der Stelle vielleicht auch die War-Tournament-Videos angucken, um mal zu gucken, ob er es auch wirklich wert ist, aber macht seinen Nutzen gut für einen Free-to-Play-Charakter, für einen Free-to-Play-AOE-Damage-Schiller für das World Tournament. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann, das, was wir uns gerade alles besprochen haben, ist live. Was noch live kommen wird, ist das Extreme Z-Battle von Kid Buu. Sei es ein Extreme Z-Dog an Fesselbanner, aber auch sein Extreme Z-Battle kommt erst am 23. Januar 37 morgens unserer Zeit. Die Pure Saiyan-Karte wird sehr effektiv gegen ihn sein. Heißt, wenn ihr kein Pure Saiyan-Team abkommt, dann ist es nicht schlimm. Wenn ihr könnt auch quasi ein Strength-Team nehmen, wo viele Pure Saiyan-Charaktere enthalten sind und das ist good to go. Also das Extreme-Settle von Kid Buu ist auf jeden Fall machbar. Vor allem, wenn man, wie gesagt, Strength-Charaktere hat, die zu den Pure Saiyan-Charakteren gehören und ausverwirkt natürlich viel von Goku. Der wird da sehr viel ausmachen. Das Extreme-Settle von Super Saiyan 3 Goku kommt ebenso live am 23. Januar 37, denn der Strength-Super Saiyan 3 Goku bekommt auch sein Izei dann zu dem Zeitpunkt. Pure Saiyans Katori-Banner wird ebenso am 23. live kommen, so wie die Doku-Events, die werden daily online sein bis zum 6. Februar dann ab dem 23. 23. Januar kommt auch das Kid Goku Junior Kid Goku Junior Event zurück, Freunde. Das Free-to-Play-Story-Event von Kid Goku Junior. Falls ihr da Fragen habt, ich habe damals einen Guide dazu gemacht, könnt ihr euch auch an der Stelle abchecken, um ja um zu wissen, was da drauf hat, wie man ihn holt etc. Ist ein guter Free-to-Play-Charakter, so ist nicht. Dann kommt ebenso am 23. Januar das Bulma Battle Preparation Event live, das dient zur Vorbereitung für das World Tournament. Das World Tournament mit dem Physisch Bojack, dem Strength Great Saiyan, Super Saiyan 2, die wir uns im Banner Preview angesehen haben. Die Charaktere kommen dann quasi am 25. Januar 37 morgens unsere Zeit. Also das World Tournament geht 3 Tage lang, sowohl als auch das World Tournament Support Pack und alles andere ist quasi Part 1, ist immer noch live. Beziehungsweise die Sachen, die noch live sind, sind live. Jedenfalls, wie gesagt, Dokkan Festival Banner haben wir uns angesehen, hat sich nichts geändert am Banner. Ihr könnt das gerne mal abchecken. Und ja, im Banner Preview sind die Informationen dazu, auch zu den einzelnen Charakteren, haben uns alle einzeln angesehen. Jedenfalls haben wir dann hier noch an der Stelle das Dokument, beziehungsweise ja, Transformation Boost Kategorie Banner. Die ersten 3 Multis kosten jeweils nur 30 Dragonstones. Diese Charaktere sind featured, natürlich sind auch, das sind die Feature Charaktere, alle anderen nicht featured LR sind in diesem Banner enthalten, aber die Rates sind gering, also da müsst ihr nicht rein, um ehrlich zu sein. Dann das Dokument von Buu, das neue. Oder die neue Stage, um es besser zu sagen, wurde hinzugefügt zu dem Buhan-Event. Ist, um ehrlich zu sein, eigentlich so eine
verbesserte Version vom Dokken-Event von dem Buhan. Also es ist wirklich ähnlich der Ablauf. Wir kämpfen auch anbegonnen von Buhan, gehen dann ganz gut zu seiner Transformation. Je weiter wir im Kampf vorankommen, desto schwächer wird. Das heißt, am Anfang ist er sehr stark und wird dann immer schwächer und schwächer, bekommt mehr Schaden etc. Die Sache ist die, wenn er Bukulo wird, dann heat er sich in der Stage, und wenn ihr quasi diesen Heal verhindern wollt, beziehungsweise nicht verhindern, sondern verringern wollt, dann hilft euch der Linkskill Power Best, oh bei Gott. Aber auch an sich, Freunde, also das Event von dem Bu, der ist schon tanky, weil man beginnt so gesehen direkt mit dem stärksten Gegner. Und ihr müsst da quasi nur einfach darauf achten, dass ihr mit euren Teams die Runden überlebt, sodass ihr zu einem Zeitpunkt kommt, wo ihr dann quasi einfach Schaden macht. So rein von der Stage aus, so wie die Stage aufgebaut ist. Kann man auf jeden Fall machen, ist machbar. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne angucken, abchecken in dem Video, das ich schon gemacht habe zu den Boys. Die Tage werde ich mich drum bemühen, dass ich da auch ein Video trotzdem raus so auf Glow mit. Schauen wir mal. Jedenfalls das Story-Event von dem Kaioshin. Was gibt es da zu wissen? Das Free-to-Play-Story-Event. Es gibt 4 Stages. Aus jeder Stage gibt es hier 1 Stone. 8 Stones bekommt ihr aus den Story-Events. Wir haben Free-to-Play. West Kai droppt auf Stage 1. Und wir haben den Kaioshin. Dieser droppt auf Stage 4. Und zwar folgende Sache, Freunde. Wie jeden anderen Free-to-Play-Charakter würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Oder ja, farmt ihr auf SA10. Ihr macht da nichts falsch, den Kaioshin kann man awaken, der ist gar nicht mal so schlecht, den haben wir uns angesehen. Und zwar brauchen wir quasi die Medaillen, die wir aus den Events droppen, die wir aus den Events bekommen. Sie sind gelistet, wie ihr seht, aus Stage 2, aus Stage 3, Stage 1 und Stage 4. Ich werde gleich nachschauen, wie viele Medaillen es genau sind. Die Sachen, die die Charaktere drauf haben, sind gelistet. Der Free-to-Play-Kaioshin gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Die Pass, er bekommt pro Realm of Gods Kategorie-Mitglied im Team Key plus 1 auf Attack mit 20%, heißt Key plus 7, 140% in einem kompletten Realm of Gods Team. Als Free-to-Play-Charakter ist er gar nicht mal so schlecht. Ich habe ihn auf JP auf 100% gebracht, er macht seinen Job solide. Ihr müsst da selbst abwägen, ob ihr ihn auf 100% bringen wollt oder nicht. Denn wenn ihr ihn nicht nutzt, dann muss das nicht sein. Auf JP habe ich ihn zum Beispiel zwar auf 100% gebracht, aber ich habe ihn nie benutzt. So, auch nicht im Super Battle. Ich habe ihn im Super Battle habe ich ihn benutzt, aber es geht auch ohne ihn, sag ich mal. Er macht da jetzt quasi, er ist ein guter, solider Slot, beziehungsweise deckt einen guten, soliden Platz, aber wenn ihr einen besseren Charakter habt, der den Platz deckt, dann nehmt ihr den besseren. Also, aber ich will nicht schlecht reden, denn als Free-to-Play-Charakter ist wirklich gut. Eventuell bemühe ich mich auch hier drum, von ihm einen Showcase zu machen die Tage. Warum nicht? Dann könnt ihr euch auf jeden Fall, ja, warum nicht, das macht man, dann könnt ihr auf jeden Fall abschätzen, okay, das wäre was für euch oder nicht. Jedenfalls, wichtig, die Realm of Gods Charaktere, die haben hier eine erhöhte Drop-Rate. Also nehmt am besten ein Team mit Realm of Gods Charakteren, dann habt ihr eine erhöhte Drop-Rate, dass die Medaillen dort droppen. Lass mich ganz kurz nebenbei abchecken, was wir für ihn brauchen. By the way, die Charaktere haben auch ihr Awakening bekommen, haben wir alles im Banner-Tree abgecheckt. Dieser Boost ist wirklich auch gut. World Tournament Charakter, 35 Millionen braucht ihr, um zu awaken, hat ein AOE quasi dann drauf. Und Satan auch gut, braucht ihr auch 35 Medaillen. Dieser SR-Bu, für ihn braucht ihr dann quasi 21 Super Bowl Medaillen von den 9. Aber wo ist unser Boy Kaioshin? Hier ist er. Und zwar braucht von den jeweils 7. Genau. Jeweils 7 von den Story Event Medaillen. Auch von Stage 1 bis 4 droppen. Sie haben uns gerade angesehen. Von seiner Crew, sage ich mal. Und ein Kaioshin Medaille, die es so standardgemäß zu holen gibt. Ansonsten gucken wir ganz kurz rein, bevor wir auf die japanische Version reinhoppen, was es noch zu wissen gibt an Informationen. Ah, klar, die Special Missions gucken wir uns gleich an. Wie gesagt, gerade ist es online. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, wie das Ganze läuft. Und genau, hier haben wir die Special Missions. Bam. Daily. Jeden Tag, wenn ihr 19 Stamina verbraucht, Freunde, dann bekommt ihr quasi die Friend Points. Wenn ihr aber die tägliche Mission macht, dann bekommt ihr bis zu ein Jank Zone, was ihr machen müsst. Wie gesagt, 19 Stamina verbrauchen, einmal Turtle School Training das Event machen und einmal ein Friend Summon absolvieren. Dann die 9 Special Missions, die bis Ablauf der Celebration live sind von Part 2 ist. Folgendes, wenn ihr bis zu 10 Training absolviert, dann bekommt ihr die Medaillen, die hier gelistet sind. Wenn ihr Charaktere bis zu 3 Charaktere Sie Awake, bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind. Und an einem Gold-Herkul-Statue Sleeping Kai und dann ein Dragonstone. Wenn ihr bis zu 3 Charaktere Dokken Awake, bekommt ihr einen Stone Elder Kai Medaille und ein Elder Kai. Wenn ihr bis zu 20 Story Events kriegt, bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind, darunter 2 Stones. Und wenn ihr den komplett die neuen Missionen geschafft habt, bekommt ihr 5 Dragonstones. Genau, Freunde, bevor wir zu JP rüber switchen, dachte ich mir, also ich habe ja gerade gesagt, wegen dem Story könnt ihr euch gerne abchecken, wegen dem Raditz-Event, aber was gibt es zu wissen? Auf Stage 2 droppt er, auf Stage 4 sind die Medaillen, um ihn zu awaken, ist ganz simpel gesagt. Und wie gesagt, wenn ihr braucht fürs World Tournament, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten wäre es, glaube ich, grob zu den paar Zeit-Informationen. Deswegen würde ich sagen, wir switchen direkt mal rüber zur japanischen Version. Genau, und in der japanischen Version gab es eben das Update 4.2.0. Wir haben vorerst ein neues Icon, Freunde. Das muss nicht zwingend unbedingt etwas heißen. Ich meine, klar, natürlich ist hier das SSR-Artwork von dem Full Power Goku drauf, beziehungsweise an sich ein vierfacher Goku, weil es ist das Vierjährige. Das liegt einfach nahe. Aber das Icon selbst muss wirklich nichts sagen oder nichts anteasern
in der Hinsicht, welcher LA-Charakter quasi kommen wird. Denn, wenn ihr rückblickend überlegen, natürlich ist jetzt quasi GT das Thema des Vierjährigen, aber letztes Jahr zum dreijährigen Jubiläum war die Thematik Namek, aber die LA, die rauskamen, waren LA Vegito und LA Gogeta, also die hatten gar nichts mit Namek zu tun. Deswegen, das ist halt quasi einfach logisch, dass das irgendwas mit dem Vierfachen zu tun hat, sag ich mal. Ist aber an der Stelle, finde ich, ein schönes Icon. Dann, wie gesagt, bin ich wirklich drauf gespannt, was sie mit dem Boy Black Smoke Shenlong machen. Ich weiß nicht, ich könnte mir gerne wissen lassen, was ihr davon hält oder was ihr denkt, was da quasi gemacht wird. Denn unser Boy hier, der wurde ja beschworen, hat gar keinen Wunsch erfüllt. Der hat quasi die anderen Shenlong herbeigerufen und für Chaos gesorgt, sag ich mal. Wenn irgendwas in der Hinsicht kommt, dass wir dann quasi durch ihn, wenn wir ihn quasi beschwören, irgendwas aktivieren, sei es irgendein spezielles Event oder so, bin ich auf jeden Fall nur, ja, dafür, für sowas. Jedenfalls, was hat sich zu 4.2.0 geändert, wenn ich das mal ganz kurz aufpappen darf? Und zwar, so ganz provisorisch, Freunde, 4.2.0 ist jetzt auf der japanischen Version erhältlich. Das ist die neueste Version. Es gab User Interface Changes bzw. GUI Changes, Graphical User Interface Changes. Wir gucken uns gleich an, was sich da geändert hat. Zudem auf Punkt 2 steht dran, der Tech Godku, den seine Super Attack haben sie geändert in der Hinsicht, dass es jetzt nun eine Melee Attacke ist, also keine Super Attack mehr, die auf ein Key, die auf Key basiert, also auf ein Beam. Es gibt ja nämlich eine Unterscheidung bei Super Attacks, wenn da quasi so ein Keyblast drauf ist, das Keyblast-Symbol, dann ist es quasi in der Kategorie einkalkuliert oder in der Kategorie, dass es quasi ein Beam-lastig ist, sage ich mal, und ohne dem ist quasi Melee, also Nahkampf-Super Attack. Also ist logisch, weil die Super Attack, wenn ihr die vom Goku kennt, die kann man auf jeden Fall, das ist, sage ich mal, kein Keybeam oder kein Keyblast, der ist ein Rasengan, Nahkampf-Rasengan, sage ich mal. Jedenfalls, wie gesagt, UI-Interfaces wurde geändert und Bugfixes. Was hat es jetzt geändert? Wenn wir uns den Home-Bildschirm ansehen, dann sehen wir zum einen hier unser Boy, ich vergesse immer seinen Namen, Roboter von Pan, ist jetzt quasi hier auf der Seite, hat sich ansonsten nichts geändert, ist alles gleich bei ihm. Was aber auf jeden Fall geändert hat, ist, zeige ich euch gleich, wenn das Ganze hier lädt, die Charaktere, ja, das Interface der Charaktere, das ist quasi, was sich am meisten geändert hat mit dem Update. Und ich gehe mal ganz kurz drauf ein, Freunde, was sich denn geändert hat, wo was ist aktuell. Ich meine, im Endeffekt ist eine User Interface Change, also eine Änderung an der Nutzeroberfläche oder am Design, sage ich mal. Und das ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache, ob jemand quasi die Farben dieser Panels mag oder nicht. Ich würde einfach mal sagen, tut euch da nicht allzu sehr im Kopf zerbrechen und das Ganze, ja, so 24/7 hassen oder so oder haten, sondern irgendwann gewöhnt sich das Auge dran und ich glaube, das ist auch dann quasi kein Ding mehr, wo man sich den Kopf zerbrechen muss. Ich meine, ist alles schön und fein, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Da ist es absolut fein, wenn jemand das nicht mag, dann mag er es nicht. Also damit habe ich kein Problem, das will ich nicht sagen. Aber im Endeffekt, da sich den Kopf zu zerbrechen, bringt glaube ich nichts. Dann nach 2-3 Wochen gewöhnt man sich dran. Also ja, so viel dazu. Jedenfalls die Transformation. Unser Transformationsbutton ist jetzt nun oben, hat sich ansonsten nichts geändert. Was hier am Interface geändert hat, ist aber, was wir natürlich ganz klar sehen, zum einen sind jetzt HP, Attack und Death in Farben, farblich orientiert, farblich gedeckt. HP haben wir grün, Angriff rot und Verteidigung in blau gekennzeichnet. Ansonsten hier ist ein bisschen clean, finde ich. Die Kosten sind nicht mehr quasi separat getrennt in einem eigenen Bereich, sage ich mal, sondern es ist komplett hier im Interface inbegriffen, sage ich mal. Im Leader Skill haben wir hier, was hier abgebildet wird, dann haben wir quasi die Super Attack auf der einen Seite und es ist nicht mehr wie früher, dass wir quasi jetzt nach oben scrollen oder ein Fenster nach oben verschieben, sondern wir verschieben das zur Seite. Also man kann das so zur Seite verschieben. Die zweite Seite ist dann die Passive des Charakters und das Dupe System. Und hier merken wahrscheinlich viele, warte mal, da fehlt doch etwas, da fehlt viel. Was ich mir denken kann, ist ja, wir wissen, dass zum 4-jährigen Jubiläum eine neue Mechanik kommt, nämlich, ich nenne es einfach mal Active Skill, so ist es aus den Daten rausgekommen, aus den Leaks, sage ich mal, was wir im letzten Video auch besprochen haben. Ich denke, dass es quasi, also es ist jetzt quasi eine Einschätzung von mir, ich habe keinen Insider oder so. Ich denke, dass in Dokkan auch ähnlich wie in Legends eine Main Ability hinzugefügt wird. Heißt, ein Charakter kann einmalig pro Kampf seine Main Ability aktivieren und dann bekommt er, sei es ein Boost, Angriffboost, sei es Verteidigungsboost, sei es ein Debuff für den Gegner, sei es Key, sei es einmal die Chance zu critten, sei es eine extra Super Attack und. Da gibt es schier viele Möglichkeiten. Jedenfalls glaube ich aber, dass eben das die Informationen dazu hier kommen, weil das ist zu viel Freiraum, sage ich mal, ne? Aber reine Annahme von mir. Dann haben wir Linkskills, das finde ich wirklich sehr cool und ordentlich. Einfach die Linkskills des Charakters auf einer Page. Auf der anderen sind da quasi Kategorien und Kategorien-Slots wurden erhöht auf 10. Muss nichts unbedingt heißen, ich meine, ist logisch, es werden halt weitere Kategorien kommen. Aber für all diejenigen, die das stört mit dem zur Seite scrollen,
Wenn ihr unten rechts auf diesen Button klickt, dann ist das wie früher. Und diese Seite finde ich wirklich sehr schön, sehr strukturiert, auch farblich gekennzeichnet. Deswegen habe ich mit den Farben gar kein Problem. Wir haben ganz oben natürlich die Sets, Leader Skill, Super Attack, Passive und so weiter sofort, Hidden Potential, Link Skills und die Kategorien. Also in der Hinsicht hat sich nichts geändert. Genau. So viel eigentlich auch zu den User Interface Changes, mehr oder weniger. Gut, dann kommen wir mal zurück hier zu den Informationen. Wir haben nämlich noch ein paar. Es gibt Coins. Coins sind in den Daten, die wurden entdeckt quasi. Und das sind im Endeffekt, das sieht für mich aus wie eine weitere Barbershop-Währung. Wir haben hier blaue Shenlong-Coins, gelbe und rote. An was mich das erinnert, aber auch die Jungs natürlich, die Leaker natürlich. Shoutout an jeden hier, die ganzen, die wir natürlich benutzen. ICLC, Dokkan, Kowai und so weiter und so fort. Dokkan Info etc. Es gab mal zum zweijährigen Jubiläum oder damals ein Event, das sollte zum zweijährigen sein, richtig, da gab es auch solche Coins, die sehen mir ziemlich ähnlich aus. Und in diesem Event kam, da konnte man quasi die Geschichte vom Dragon Ball spielen. Ja, man hat angefangen Dragon Ball Classic bis zu Goku Black war es, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das fortgesetzt wird, sogar bis zu Shenlong. Ja, dann weit über hinaus natürlich, bis zu Dragon Ball Super. Könnte mir vorstellen, dass sowas ähnliches wiederkommt, beziehungsweise die Story dann fortgesetzt wird und man da dort die Coins erhält. Oder in irgendeiner Art und Weise wird man Coins erhalten und ich gehe davon aus, dass es Barbershop-Währungen sein werden. Jedenfalls haben wir noch zwei neue Charaktere, Freunde, Chi-Chi und Bulla. Das sind die Awakenings vom Chi-Chi, vom Strength Chi-Chi und vom Tech Bulla. Was haben sie drauf? Sehr interessant, können wir gerne mal ansehen. Und zwar Chi-Chi gibt durch den Leader-Skill Strength und physisch Charakter den Keep plus 3 HP, Attack und F70%. Mit ihr Super Attack macht sie Supreme Damage und hat ein Seal auf der Super Attack, also sealt den Gegner. Passive ist folgendermaßen, auf den Angriff bekommt sie 100% at Start of Turn und gibt jeden Peppy Gods Charakter Mitglied auf die Key plus 3 und auf die Verteidigung 120%, also wirklich eine sehr gute Unit für Super Battle, zum Beispiel für die Peppy Golds. Link Skill, Courage, Innocence, Infighter, Battlefield, Diva, Incredible Adventure, Guidance of the Dragon Balls, Shattering Limit. In den Kategorien ist vertreten Peppy Golds World Tournament, ist gar nicht mal so schlecht, aber Bulla ist weitaus oder Bra, wie, oder ja, wie man auch immer sie nennen mag, auf Englisch oder whatever. Sie jedenfalls ist richtig gut. Leader Skill, AGM, Tech Rack, Key plus 3, HP, Attack und F70%, Massively Raise Attack. Und macht Supreme Damage. Massively ist über Greatly Raised Attack. Heißt, das sollten, glaube ich, 100% auf den Asset-Multiplayer sein. Und das tut sich sacken. Also nach einer Weile macht sie gut Schaden auch. Das Geschirrte an ihr ist ihre Passive. Sie gibt jedem Verbündeten Key plus 3 auf den Angriff 40%. Das ist einfach Thales, sein Support-Passive. Und das ist sehr, sehr gut. Jedenfalls gibt sie dann, beziehungsweise bekommt sie für jeden weiteren Peppy Golds Kategorie-Mitglied im Team auf ihre Dodge-Chance, Super-Attacks und normale Angriffe zu dodgen sollten es sein. 30%, Maximum 60%, Links, Innocence, Money, 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 Saint Lineage, Royal Lineage, Battlefield, Diva, GT, Shattering Limit, in den Kategorien ist sie vertreten, Peppy Gods und Retain. Und in die Retain hat sie auf jeden Fall einen Stammplatz, das versichere ich euch, einfach durch den Support-Aspekt. Key plus 3, 40%, das ist vitales, Freunde. Im Endeffekt so viel zu den ganzen Informationen, Global Part Size und zu dem JP Update 4.2.0. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.